Was hole ich mir denn als nächstes? Aber hol dir diesmal besser den Blitzbogen. Und danach können wir Lila und Feuer machen. Den Blitzbogen? Wie soll ich den? Ich finde den viel schwieriger als den Feuerbogen. Nummer 3. Nee. Ein persönlicher Der Feuerbogen Favorit. Ist aber nicht so geil. Das letzte Klar. Mal habe ich das Quatsch. Gesehen. Der Blitzbogen ist der beste. Und gar nicht. Blitzbogen. Du bist ja. auch so ein Blitzbogen. Der Wolf heult. Ich weiß gar nicht mehr, wie der... Ach so doch, an die Wetterstation, ne? Wetterstation, ja. Wallrun, Feuer anschießen, Urnen füllen. Töpfe, ja, und dann wieder Feuer anschießen und dann fertig, glaube ich. Die Wölfe des Königs? Die Wölfe des Königs? Wie das sagt? Die Wölfe des Königs? Geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, die kann ich gar nicht mehr anfassen. Ich brauche erst seit 36 Jahren. Ja, und gegengelegentlich mal hier so eine kleine Kännchen Goldkrone. Jolt. Joltkrone hier, die leckere. Nee, Jolt, Goldkrone. Goldkrone ist, glaube ich, mehr so im Osten. Ich glaube, die trinken hier so schön, und Pfeffi trinken die auch. Schön Pfeffi. Ja, hier noch Pfeffi und Zimt. Komm mal runter hier zum Teleport. Komm mal runter, ja, zum Teleport. Ja, das ist ja komisch in deinem Teleport. Ja, was willst du jetzt machen? Blitz? Thunderklappen oder? Ja, ich mach deinen Blitzbögen, aber ich hab noch keine, ich brauch noch hier so einen Donneresel, du Idiot. Ja, dann machen halt Död und lass mich schon mal unten aber im Raum der Räume einen Schritt weiter schritten. Wie, wo weiter schritten? Ja, hier. Guck mal hier. Also soll ich jetzt mitkommen? Ja, komm Auch mal mit. Ohne Esel. Ja, ich muss jetzt, also du kannst mit, du musst nicht mit. Du naja, kannst schon, mit. Schon einen ausgibst hier, schön alles Teleport, ne? Jetzt mache ich hier das kurz die Bogennummer. Das Schicksal der Welt hängt davon ab, was auf dem Mond passiert. Ich muss das Unausweichliche verhindern. Alter, bin ich gut geworden. Hat der ein Glück. Nee, ich bin einfach echt, ich habe irgendwie das Adlerauge. Ich hab ein Talent für Glück. Die meisten nennen mich einfach nur den Besten. Kennt ihr den besten? Keystraw, klar. Du verstehst es falsch, die sagen Pestjaw, nicht. Nein, 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 die sagen nichts mit Pest. Erst du ein Dingo? Nee. Gorgon. Gorgon? Ich hab. Brumm. Mama Gorgon. Mama Was Gorgons jetzt? Frische Nudeln. Was machen wir jetzt? Man ja, keine Ahnung, wir können hier noch die Plattform andödeln. Landeplattform. Hast du schon? Ja. Wir könnten einen Teil vom Ragnar Schnück. Wollten wir uns Ragnar schnücken? Ja, aber da müssen wir ihn töten. Dann mach ich ja. Hier. Ach so. Ja, ich brauche einfach nur 100 Euro. Ja, ich bin ja auch pleite. Durstig. Ja, dann geh da schon mal in deine Kammer da hinten. Wie in meine Kammer? Ja, willst du nicht irgendwie den Kammerboy spielen? Warum soll ich in die Kammer? Ja, weil dann geht die Rakete los, du hast wieder irgendwie Sand im Auge. Das ist Geheule groß. Kennen wir doch. Ich doch draußen rumlaufen kann? Ja, aber gleich geht's los. Dauert ja nicht lang. Mein Triebwerk wird ja schon hochgefahren. Echt? Klar, hört man doch. Ich höre nichts. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee war, hier reinzugehen. Ja, keine Ahnung, geh halt draußen wieder hin. Niemand zwingt dich. Außer ich vielleicht. Alter, wie immer die Beine wegfliegen, wenn man auf den Boden schießt. Viele Dinge verschwinden in einem Augenblick. So viel. Dann schießt der Schüchtern auf den Boden. Die Rakete. Ja, ich renn ja schon. Hast du einen Nogger? Ja. Was murmelst du denn schon wieder? Hier sind Lava und Elektro. Ja, du hast Insta-Kill. Jetzt entspann dich doch mal. Seit wann hast denn du so einen harten Wanderhoden? Die Runde ist zu Ende angeblich. Lava! Der Boden ist Lava! Ich habe schon viele Männer gesehen. Eselkick ist teuer, ne? Drei. Oder vier sogar, ich weiß es gar nicht. Vier Riesen, das wäre krass. Vier Riemen. Okay, wir können gehen, wenn du willst. Das gehört mir. Muss Guck mal, wie ich dich wieder rette. Oh! Alter, ich glaube, mir ist ein Zehennagel abgefallen. Dodge Stickelow. Was denn?
meine Rettung wieder. Ich will ja nichts sagen. Keine Rettung. Da, weil du einfach Lack hattest ohne Ende. Wieso habe ich denn Lack? Ich gehe halt mit den richtigen Kaugummis. Ja, ich gehe halt mit den richtigen Gummis in den Kampf. Schadet nicht. Damit geht's ja schon mal los. Illegale Kaugummi-Reproduktion. Weißt du? Ich muss mich holen. Du holst jetzt einen Mule. Ich hole jetzt erstmal eine Gondel. Eine Gondel? Heißt das nicht so? Achtung, ich glaube, da kommen ziemlich viele Zombies. Was sagt die Gondel? Ja, kann man machen. Kann man machen. Schön hier einmal so reinbuttern. Da kriegt er auch noch. Zack. Bitch, please! Okay. Naja, aber jetzt kann ich mir einen Esel holen. Hol dir mal einen Esel. Sofern ich lebend dort ankomme. Aber im Moment habe ich hier keine Zombies. Hast du Zombies? Ich habe einen. Ich habe einen und ein Glas voll Dreck. Ich hoffe, du verschwindest. Nee, die ist doch schon wieder vorbei. Echt? Klar. Lange macht die nicht mehr die Runde. Ich habe den Hund. Also ich brauche Zombies, weil der Hund, der will seinen Knochen. Ich brauche Zombies. Das ist aber auch cool, oder? Biest? Was hast du gefunden? Schade, dass man den nicht behalten kann. Der magische Hund. Der macht dich rund. Der magische Hund. So, jetzt habe ich einen Nogger. Mule und einen Nogger, oder? Hast du auch einen Nogger? Mogger habe ich. Ein Schmogger. Dann hole ich mir jetzt mal hier so einen schönen Feuerbögen. Normalen Bögen. Gibt es auch keinen Feuerbögen von Anfang an. Okay, ich lasse hier einen am Leben. Da kannst du ein bisschen rumspielen. Rumspielen? Okay, warte. Dann hole ich mir hier den Zorn der Alten. Der ist jetzt automatisch auf dem Esel-Perk, ne? Normalerweise, wenn du zwei Waffen hast, ja. Heige weg, lass mich. Pläne haben wollen. Sie sollten wissen, alter Freund. Dann, wie war das? Tun, damit sie diese Burg erstmal hier Elektroparty, ne? Muss ich dann den Wallrun machen oder erst die Feuer an? Erst die Feuer, dann den Wallrun. Dann die Krüge, dann wieder die Feuer, dann fertig. Glaube ich zumindest. Ich könnte es einfach mal probieren. Glaub schon, dass das so war. Ja, auf jeden Fall geht das Feuer an. Dann musst du wieder runter, ne? Oben über die Boost-Plattform kannst du auch runterspringen. Aber dann komme ich nicht mehr hoch. Nee, da musst du halt überleben. Weil no money, biatch. Egal. Biatch. Mal jetzt erstmal von hier oben noch das zweite Feuer an. Ach, der feurige Typ. Der Schmalfeurer. Ja, ich bin schon so ein bisschen schmal. So ungefähr, würde ich sagen. Ich würde sagen, zack. Demnächst sollten wir auch mal das Easter Egg endlich machen. Ich meine, wir haben es jetzt lang genug vor uns hin und her geschoben. Wird Zeit, dass wir es mal machen, oder? Ich weiß nicht, traust du dich denn? Ach klar, kennst mich doch. Eigentlich bin ich extrem gut, ich mache immer nur so, damit die Leute halt ein bisschen was zum Lachen haben. Die verstehen das ja nicht, dass das alles eigentlich Comedy ist. Wenn ich wollte, Welle 140. Klar, wenn wir wollten. Wenn ich wollen würde, würde ich wollen und dann wäre ich Welle 140. Es gibt ja auch so einen Trick, da musst du viermal den Teleporter unten messern, ja? Und zwar genau in der Mitte von dem Kreis, wo man teleportiert. Dann rennst du zu einem Spot, wo das Schild spawnt, ja? Und wo das Schild auch ist, also das große Stück, dieses Schild eben. Und da schießt du zweimal mit einer Raygun dagegen. Dann machst du das Disco-Easter Egg an und während das läuft, gehst du zu der Flak im Hof und schießt da einmal mit der Raygun dagegen. Und schon bist du in Welle 140. So machen es die Kids. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ist total easy eigentlich. What hat nur eine Raygun? Okay. Ich bin hier fertig, ne? Also, ich habe drei Feuer an, jetzt muss ich die Töpfe machen, oder? Nee, Wallrun. Ach ja? Oder? Erst Wallrun. Ja, erst Wallrun, klar. Jetzt kommt der Dicke. Oh nein, und ich bin hier unten. Don Corleone. Don Schlocko. Blechmann, vielleicht krieg ich ihn ja. Ich hab ne Raygun, ist kein Problem. Ich bin der Tim Melzer unter den Zombie-Killern. Ich brenne schon, das heißt, er ist irgendwo hier. Ja, wahrscheinlich. Ja, nicht nur wahrscheinlich. Sogar zu 100%.
Du darfst jetzt nicht sterben, Dude. Ja, du sagst das immer so, als wäre es irgendwie gar nicht so schwer. Ist es ja auch nicht. Ich bin Clubmitglied der 140er. Okay, hier Panzerdings erledigt. Ich helfe nur, weil nein. Dabei etwas für uns herausfällt. Nein, was ist denn? Ich schaff den Raketenstart nicht mehr rein. Nein! Nimm die Plattform! Nein. Bist du tot? Ja. Ah, puh. Er verliert hier gleich sein Leben. Was gibt es nicht? Du lebst doch noch. Nein. Echt? Ah, ich kann dich nicht retten, ne? Nee. Nein. Da gibt's keinen. Kein Trick. Kein Swaffeln oder sowas hilft dagegen. Ich wollte das Teil von dem Dings holen, aber. Das war's. Effektiv das war's. Und zuverlässig. Ich selbst bin zumindest Scheiße. Eines davon. Ach, das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Ihr alle. Meine Güte. Schreiner! Ja, wenn man hier so ein Kaugummi hat, ist eh alles geschenkt. Ja, das stimmt. Oh, ich hänge irgendwo, was ist das? Ich wäre beinahe gestorben. Sag ich noch, hier ist alles geschenkt, dann auf einmal konnte ich mich nicht vorwärts und rückwärts bewegen. Wer drauf? Ey, was leuchtet denn da hinten? Ach so, die Rücklichter, ich dachte schon. Ja, die verwirren mich auch immer. Dachte schon, da gibt's jetzt irgendwas ganz, ganz Besonderes. Nee, leider nicht. Das ist, mir ist enttäuscht immer, weißt du? Ich dachte schon, da gibt's jetzt ganz, ganz lecker Spaghettis. Spaghetti Polognese. Warte. Poponese? Ich komme schon. Ich bin Mesopotamien. Wo bist du denn? Ach, hier drüben. Bleib mal da, Hund. Ich hole mir noch ein Shield. Achso, ich dachte, du meinst mich. Ich kann mich eh nicht bewegen. Du Hund! Bleib mal genau da, wo du bist. Ich bin auf einer anderen spektralen Ebene. Ey, wie lang man sprinten kann, wenn man hier den Saft im Blut hat, ne? Ja, der Sprintsaft. Vor manchen Dingen schützt einen kein Schild der Welt. Machen die Sprint mit Absicht dieses Kaugummi da reinbringen, weil sie dann sagen, oh, dann kaufen sich die Leute schön Pizza Points, weißt du, und dann kannst du richtig schön blechen. Ja, klar. Ja, so läuft es. Holt euch doch den Sieg, umsonst. Naja, auch ohne Kaugummi eigentlich ziemlich leicht. Das ist die leichteste Karte aller Zeiten. Hä? Hast du ihm gerade gehört? Ich habe ihm gerade Geld gehört, so ein Kaching. Warum? Nein, nicht. Aber warum wurde da eben gechinkt? Ich habe eben eine Kasse gehört, als wäre ich über eine Kasse gestolpert. Ja, was ist denn jetzt? Ah, oh Gott, der Nachzügler. Nimmt die Verachtung meiner Person langsam ab. Boah, was mache ich denn jetzt als erstes? Russischer Freund. Bogen, damit du überhaupt dich wehren kannst und ein Shield. Ich weiß. Und 13, Alter. Du hast 13 nur? Oh, du Arme. Tja, ja, du weißt doch damals, dieser Vietnam-Unfall. Mit dem Kilo Butter und der Vietnam-Frau? Die Frau, die behauptet hat, sie wäre eine Zauberin. Und das nur, weil sie Bohnen in der Tasche hat. 2 Zehen sollst du geben. Sie hatte keine. Eigentlich hatte sie keine Bohnen in der Tasche, sondern im Schritt. Ich habe ein wenig. Vorher nicht gesagt. Ich habe ein wenig Bohnengewächs im Schritt. Sie hätte das ausführlich erwähnen müssen. Euer Schmerz findet ein Ende. Oh Mann, das wird eine ganz schön enge Poloch-Geschichte hier, sage ich dir. Also ich habe meinen jetzt hier an dem Punkt, wo ich den Wallrun machen muss. Einige haben geschrieben, man muss gar keinen Wallrun machen, man könnte einfach hochschießen. Stimmt aber nicht, weil da oben ist ja kein Symbol. Erst wenn ich an der Wand bin, ist ein Symbol da. Aber die ganzen Experten, du kennst sie ja. Naja, die Experten. Welle 140 halt, ein Clubmitglied. Von Activision, Startrunde 140 geschenkt bekommen. Activision Junior Club, ja. Zwischen uns und dem Erfolg stehen viele Hindernisse. Damit die Kids halt ein gutes Gefühl haben, weißt du? Naja, wollen sie auch, wollen sie auch. Aber da unten brennt jetzt das Feuer, ja? Das Feuer der Leidenschaft brennt. Ja. Hast du noch Zombies? Ja, da ist noch einer. 2. Einen kannst du töten. Der, wo auf dich zukommt, da, den kannst du. Aber der hat ein Hinkebein. Ah, Mist. Black Widow. Hoffentlich sterben die jetzt nicht.
Also der eine stirbt, aber der andere könnte es noch schaffen. Also hier sind, bei mir sind zwei. Okay, dann lass die lieber mal am Leben. Meine ist nämlich ziemlich am Kräucheln. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Rundlauf ging. Hier lang ging der, glaube ich. Ja. Oh, das ist ein Nuke. Nicht reinrennen. Der denn? Also ich habe einen. Ich gehe mal hier aus dem Raum ein bisschen. Obwohl, ich muss ja auch Wall Run. Wir müssen ja beide Wall Run. Bei mir ist auch noch ein Zombie. Also ich kann auch mit dem Zombie Wall Run. Ja, aber der Zombie hier, der versucht meinen Mojo zu sabotieren. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einfach nicht anfassen. Habe ich getroffen? Nee. Mano! Was denn, wo denn? Da kam einer aus der Wand. Manchmal kommen die so aus der Wand. Ach so, ja, das ist mies. Wie bei Whack-a-Mole. Whack-a-Zomp. Whack-a-Zomp? So. Ich lass dich mal Wallrun, dann hast du deine Ruhe. Bei mir ist es... Okay, ich hab's auf jeden Fall getroffen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig laufe. Oh, nein, ich rutsch runter, weil das Ding jetzt wieder vorbei ist, oder? Nein. Also bei mir hat's noch funktioniert. Na, warum denn? Ah, jetzt bröckelt's wieder. Drauf, ja, die Zombies, die machen mich jedes Mal nervös. Irgendwie, ohne Scheiß, Zombies sind ja bekanntlichermaßen magnetisch, ja. Und die zerstören den Fluss. Im Ernst, zerstören echt den Fluss. Die guck mal, ich habe das, hab ich das Ragnarok-Teil trotzdem eingesammelt vorhin, als ich gestorben bin? Ich weiß, ja. Welches Teil brauchen wir denn noch? Bei dem Jump. Ja, bei dem Jump, das Teil. Aber die Elektrofalle kann ich mir im Moment nicht leisten. Aber du kannst hier den Thunderclap machen. Was? Ja, Thunderclap. Kennst du nicht Thunderclap? Nee, ich kenn Thundersteuer, kenn ich. Thundersteuer, der Finanzminister? Nee, der ist nicht Finanzminister. Ich glaub, der ist, ich weiß nicht, irgendein anderer Minister auf jeden Fall, aber der heißt Thundersteuer. Ja, was machst du jetzt gerade? Jetzt warte ich hier, dass du weitermachst. Ja, wie, soll ich die Zombies töten? Ja, ich denke mal, oder? Ich hab gar keine Zombies. Ich würde halt einmal noch hier versuchen, einen kleinen Didgeridoo zu machen. Warte, ich mach das jetzt mal. Eine halbe Stunde. Nee, das geht schnell. Das ist der einfachste Wallrun von allen. Ja, aber immer so ein Bogen. Ich mein, Zombie. Warum denn? Weil es voll easy ist. Ja, aber ich habe immer so ein Zombie, die springen ja auch. Die können ja auch den Checko machen. Ich hatte vorhin auch einen Zombie. Ja, es rutscht sich dauernd ab, weil hier wieder Butter an der Platte klebt. Nee, ich kann es mit einem Zombie nicht. Irgendwie, sobald ein Zombie da ist, der hemmt mein Mojo. Mach doch tot! Hä, warum treffe ich das gerade nicht? Okay, ich mach den Zombie tot. So, ist tot. Aber irgendwo ist noch einer. Ich weiß nicht, bei mir läuft einer rum. Mach ihn tot. Thunderclap. Wie soll ich ihn töten? Ja, oder ich mach jetzt noch einen Versuch, warte. Wir entspannen uns kurz. Hast du schon alles angemacht, was man anmachen kann? Was musst du jetzt machen? Die Uhren füllen, ne? Ja. Kriegst du es hin oder bist du dafür zu wanky? Ja, ich bin schon ein bisschen wanky, aber... Aber man muss, ne? Wenn man... Naja, wir müssen es probieren. Man muss es probieren, ja. Klarkommen. Naja, man muss irgendwie damit zurechtkommen. Ich muss jetzt Zombies töten und muss... Okay, die Pyramide geht ja gleich wieder an. Dann habe ich keinen Zombie, dann mache ich das ganz gediegen hier. Dann fütter ich hier unten, dann habe ich schon mal den heulenden Wolfsbogen. Okay, es wird schon nebelig. Ist mein Zombie jetzt gestorben eigentlich vor Langeweile? Ach nee, da ist er. Unterzuckerung. Ja, hallo, was ist denn jetzt hier los? Kann jemand mal den Laden anwerfen? Ich komme gleich selbst vorbei zum Shadow Man und jetzt. Wisst ihr, man muss dem Shadow Man nur ab und zu drohen. Moment. Ah, das gibt's doch nicht. Kann ich ihn jetzt töten? Nein, warte. Okay, ich hab's getroffen. Moment, und jetzt muss ich nur noch da oben auf die Platte. Wo ich natürlich noch mal elegant runterrutsch. Jetzt schaffe ich's wieder nicht. Oh, ich hasse Wallruns. Ich hab's. Nein, jetzt ist die Platte vorbei. Oh, ich hasse dich, Wallrun. Ich hasse dich so sehr. Töte ihn, ich hab keine Lust mehr.
So. Du bist stärker, als du glaubst, Nikolai. Naja, mal schauen, ob ich das jetzt hier so hinkriege. Wenn du so benebelt wäre, wärst du... Dieser Mongo Wallrun. Ich kann alles, nur nicht Wallrun. Das ist doch so easy. Ja, eigentlich ist es wirklich easy. Brechen wir ihnen ihre Beine und Arme. Oh nein. Und alles, was sie sonst noch haben. Bei mir sind gar keine Zombies. Das sind alle bei dir. Das ist aber eigentlich nicht so gut. Insta-Kill. Naja, jetzt hast du Insta. Das ist eigentlich ganz geil. Und du hast nochmal maximale Munition. Und noch zweimal Punkte. Doppelte Punkte. Willkommen zurück. Ermutigt mich, Risiken einzugehen. Ich weiß, das ist eine schlechte Eigenschaft. Also mit Insta müsst ihr ja gehen. Ja, aber der ist jetzt auch gleich wieder weg. Und ich habe nur den Bogen, ne? Das musst du auch bedenken. Und eine Pistole. Ja, und eine Pistole. Die ist ziemlich gut. Kannst daraus nämlich Tod und Steuer machen. Dann bist du voll im Business. Das ist ja auch okay, schon gelobt, ich habe absolut keine Zombies. Mir ist noch einer. Ich überlege jetzt gerade, welche Waffe ich mir kaufe. Oder ob ich an die... Wo ist die Kiste? Geh ich mal in die Kiste. So, vielleicht jetzt... Alles klar, ich mach den Bogen hier mal. Au!